yellow on back where we first met. That we are meant to be. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, mache ich aktuell mein Pflichtpraktikum im Rahmen meines Studiums. Und da bin ich in einem Büro in Mainz und habe einen, ja, 9-to-5-Job sozusagen. Und deshalb mache ich meistens gegen 5 Uhr dann Feierabend, packe alles zusammen, packe meine Kopfhörer ein, Strecken nicht vergessen. Den ganzen Tag sitzen ist da schon ein bisschen was anderes. Und dann geht's direkt Richtung Bahnhof. Ich muss immer nach Darmstadt fahren, deshalb nehme ich immer die gleiche Bahn. Und inzwischen, wegen der Zeitumstellung, habe ich immer den Sonnenuntergang, wenn ich nach Hause fahre. Aber bis ich dann 1,5 Stunden später ganz zu Hause bin, ist es leider schon stockdunkel. Ich pendle ja jeden Tag ziemlich lange. Zu Hause werde ich erstmal liebevoll begrüßt und dann gibt es erstmal eine kleine Schmuseeinheit mit allen. Habt ihr Hunger? Let's go! Raus mit euch! Raus! Und nicht nur die Katzen haben Fütterungszeit, sondern auch ich, denn wir essen meistens gegen 12 Uhr Mittagessen und ich bin halt erst gegen 7 oder 8 halt zu Hause und dann habe ich richtig Hunger. Und ich dachte, ich zeige euch mal mein sehr, sehr, sehr angefragtes Bowl. Ja, ich weiß nicht, ob man das Rezept nennen kann. Das ist im Prinzip einfach nur eine ganz bunte Bowl. Und erstmal mariniere ich Süßkartoffel mit den Gewürzen, die ich hier gezeigt habe. Also es ist ganz easy eigentlich, nichts Wildes. Macht nur nicht zu viel Salz dran. Und das gebe ich dann auf ein Backblech. Baby, are you liking? Have you met someone? Tell me now. I better start crying. Make them feel bad before we leave town. Und bei circa 210 Grad Umluft backe ich das Ganze für 12 Minuten und in der Zeit kann ich den Rest zusammen mischen. Und dann ist alles gleichzeitig fertig und man kann direkt essen. Ich liebe es, wenn man so viel gleichzeitig machen kann. Und meine Bowl hat eigentlich immer eine Basis aus Reis. Das ist jetzt Basmati, aber es gibt auch so einen leckeren Lime- und Korianderreis. Und im Prinzip mache ich alles rein, was ich so da habe. Zum Beispiel hatte ich hier jetzt noch ein kleines bisschen Zucchini. Da habe ich mir auch so ein paar Zucchini-Sudels draus gemacht. Dann habe ich so eine kleine Packung Mais. Dann meistens mache ich Tomaten rein und hier noch ein bisschen frischen Koriander. Und dann noch ein bisschen Guacamole, die kann man natürlich auch selbst machen. Und dann sind auch schon die Süßkartoffeln fertig. Und das hier ist mein persönliches Highlight. Ohne schmeckt es, finde ich, nicht so gut. Aber es ist natürlich ein bisschen scharf. Und das Coole ist, es ist total schnell gemacht. Es sind ausschließlich natürliche Zutaten, bis auf das Dressing vielleicht. Und es ist so füllend, das ist wirklich sehr, 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 sehr viel und schmeckt so lecker. Genau, weil mich immer so viele gefragt haben, dachte ich, ich zeige euch das heute mal. Das ist so mein Go-To-Rezept. Und das ist so ein bisschen meine Pause an dem Tag. Also abends mache ich dann meistens Netflix an oder schaue ein paar YouTube-Videos. Und ja, das ist so meine Stunde Auszeit irgendwie. Und dann mache ich es mir erstmal ein bisschen gemütlich, mache vielleicht noch eine Kerze an, mache diesen Stuhl an und dann kuschel ich natürlich noch ein bisschen Katzen.
Denn aktuell ist so eine kleine Ausnahmesituation, dadurch, dass ich den gesamten Tag eigentlich im Büro verbringe und bei meinem Praktikum eben arbeite, bleibt halt alles, was mein eigenes Business zu tun hat, so ein bisschen liegen. Und das muss ich dann halt einfach abends machen. Und da schneide ich dann zum Beispiel die ganzen Fall-in-Love-Videos oder schreibe Konzepte, sortiere irgendwas für Kooperationen oder plane meine Modekollektion. Die kommt jetzt in wenigen Tagen bzw. Wochen online. Und Cooper ist bei diesen langen Nächten immer meine seelische Unterstützung. Irgendwann geht es dann aber auch nach oben. Und dann mache ich mich mal so langsam bettfertig. Zuallererst schminke ich mich ab. Das ist immer der beste Part des Tages. Und ich teste hier gerade solche ja, wiederverwendbaren Wattepads. Die sind jetzt von Pandu. Und ich habe da vorher so ein bisschen Micellenwasser drauf gemacht und normales Wasser. Und das geht eigentlich ganz gut. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps, mit was es noch besser abgeht, weil ich habe immer das Gefühl, bei Wimperntusche brauche ich schon noch so ein bisschen Gewalt. Und dann putze ich mir natürlich noch die Zähne. Und auch meine Ohrringe ziehe ich aus. Die restlichen lasse ich nämlich immer an, nämlich nur die unteren. Die nerven so ein bisschen. Und an diesem Tag habe ich geduscht. Ich dusche immer so alle 2 bis 3 Tage, beziehungsweise da wasche ich meine Haare. Und meine Haare hatten wegen dem Shooting für meine Kollektion sehr viel mitgemacht und deshalb war die Dusche dringend notwendig, wie ihr seht. Danach sind meine Haare wieder weich und frisch gewaschen und ich drücke meine Haare immer so ein bisschen aus mit einem Handtuch und versuche da so wenig wie möglich zu reiben, damit die nicht kaputt gehen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Die beste Investition ist einfach so ein fertiger Haarturban. Die gibt es inzwischen, glaube ich, online und bei Chibo und weiß ich nicht wo. Und das hält einfach so, so gut. Und dadurch, dass es so ein Mikrofaserstoff ist, saugt es die Flüssigkeit sehr viel schneller auf. Und ich persönlich liebe es ja, mich einzucremen. Deshalb mache ich das auch noch abends. Dann hüpfe ich noch ganz schnell in den Schlafanzug. Das ist dann schon meistens ziemlich spät, so gegen 12 oder 12:30. Und um 6:15 klingelt leider auch schon wieder der nächste Wecker. Aber den muss ich mir jetzt erstmal stellen. Ich bin so ein typischer Fall von, ich brauche 1000 Wecker. zum einen, weil ich einfach super feste schlafe und ich sehr viel Angst habe zu verschlafen. Und genau aus diesem Grund habe ich wirklich super viele Wecker. Vor allem liebe ich die App Alarmy. Die ist umsonst und da kann man sich so einen Wecker einstellen, den man halt mit einem Rätsel lösen muss. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Der hilft mir auf jeden Fall sehr. Der nervt mich morgens immer sehr, aber ohne würde ich es, glaube ich, nicht hinkriegen. Und ich bin ja auch ein riesen Podcast-Fan und was ich eigentlich immer vorm Einschlafen mache, ist, dass ich mir nochmal einen Podcast anmache. Einfach, wenn die Gedanken so in alle Richtungen kreisen, finde ich das irgendwie ganz schön und dann stelle ich mir den Timer so auf 10 Minuten und dann geht das ganz von alleine aus. Meistens kuschle ich da noch eine Runde Finn und Cooper und dann geht es ab ins Land der Träume, denn ich muss am nächsten Tag wieder früh raus. Dieses Video gefallen. Endlich mal wieder eine Abendroutine. Ich weiß, es ist schon eine Weile her, dass wir mal eine Abendroutine hatten. Und das war jetzt auch schon leider das letzte Video von Fall in Love in diesem Jahr. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich euch einfach ein bisschen inspirieren konnte, dass ihr die Videos genossen habt und dass ihr ja bei euch einfach ein bisschen Herbststimmung reinbringen konntet. Und jetzt geht es quasi nahtlos über in den Winter. Diesen Samstag fällt das Video noch einmal aus, einfach weil Fall in Love jetzt mehr als genug war. Und dann geht es am Samstag danach ganz normal mit einem krassen Video weiter. Be prepared. Hier kommt ihr nochmal zu der Playlist mit allen Videos von Fall in Love und hier könnt ihr mich abonnieren.
und bis ganz bald.